Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute werde ich euch ein paar Legendenkarten vorstellen. Wir werden auch ein paar Spiele damit spielen. Wir werden einfach mal im Goldpokal spielen, mal so schauen, so weit wie wir kommen. Seht schon, Howard ist der erste Spieler. Mutter ist der zweite. Das sind zwei Spieler, die sehr etabliert sind im Fußball. Genauso wie John Terry lebenslänglich schon beim FC Chelsea spielt. Dann haben wir Lescott in der Innenverteidigung. Links Ashley Cole. Lange Zeit bei Arsenal London gespielt, dann beim Chelsea. Rechts haben wir Van der Wiel. Ein guter Rechtsverteidiger, noch keine Legende. Hat bei Ajax lange gespielt und jetzt bei Paris Saint-Germain. So, jetzt kommen wir zu den richtigen Legenden. Gerrard, Lampard und Pirlo. Werden Pirlo als Zehner spielen und Lampard als linkes ZM und Gerrard auf die 6 stellen. So, der Stürmer ist Luca Toni, die lebende Legende. Lange Zeit beim FC Bayern, vorher bei Florenz und danach noch bei Juventus Turin hat er noch eine Saison gespielt. Jetzt ist er bei Hellas Verona, lässt seine Saison so langsam ausklingen. Wir suchen dann direkt den ersten Gegner. Da sind die Spieler nicht mehr so schnell, Lampard, Gerrard und Pirlo. Einen guten Passwert und guten Schusswert. Und ich denke mal, das sollte man durchaus hinkriegen, mit denen ein paar Tore zu schießen. Schauen wir uns unseren ersten Gegner an und der hat mit Messi, Ronaldo und Neymar auf jeden Fall kein schlechtes Team. Auf jeder Position ist er besser aufgestellt wie wir. Wir springen auch direkt rein in die ersten Szene. Pirlo mit einem langen Ball, Casillas köpft den Ball nur weg. Motta gewinnt das Kopfballduell, Giovinico zieht einfach mal drauf und da ist das 1:0. Gegen den haushohen Favorit führen wir mit 1:0. Schönes Tor. Klar, Casillas, man weiß nicht, ob er da wirklich rauskommen muss. Kann den Ball auch eigentlich noch einen Meter nach hinten rollen lassen und dann aufnehmen. Aber so ist es gut für uns. Gehen ein mit 1:0 in Führung. So, nächste Möglichkeit. Pirlo dreht sich um seine eigene Achse. Was für ein geiler Pass. Und Gerrard droscht den rein zum 2:0. Ein super Zusammenspiel der beiden Weltklasse-Spieler vergangener Tage. Ja, Pirlo, boah, was für ein Traumpass. Überragend, der kostet ja nichts, holt euch den mal, spielt mal ein paar Partien mit dem. Ein überragender Spieler, hier unser Gegner. Und da kommt Luca Toni, vorne zeigt er nichts, hinten fällt er uns die Abwehrspieler um, kriegt eine gelbe Karte dazu. Bloß ein Elfmeter von unserem Gegner, der bis jetzt keine Möglichkeit hatte. Sein erster Torschuss. Schauen wir mal, was er damit macht. Kann Howard den halten? Nein, Ronaldo verlädt ihn. Das ist 2:1, natürlich jetzt wieder eng. So, zweite Hälfte. Luca Toni, natürlich nicht mehr der Schnellste, aber kann gut schießen und Casillas hält den. Gute Möglichkeit für unser Team. Wenn wir das 3:1 machen, sollte das die Entscheidung sein, aber Casillas hält den natürlich überragend. Mit der linken Pranke fischt er den noch raus. Pirlo, wieder ein überragender Ball Richtung Giovinico, kommt auch an. Der flankt einfach mal rein. Da hinten steht Luca Toni. 3:1. Überragend. Ist natürlich nicht mehr der Schnellste, aber mit dem Kopf kann er es noch. Der alte Ohrschrauber. Dann wieder unser Gegner. Seine zweite Möglichkeit. Und für mich war das klar Ball gespielt, aber der Schiri zeigt mal wieder auf den Punkt. Und es gibt den zweiten Elfmeter. Ich kann auch sagen, das war die zweite und letzte Möglichkeit für unseren Gegner. Er machte ihn 3:2. So, das Spiel ist aus. Wir gewinnen hier mit 3:2 gegen ein richtig starkes Team. Sein Casillas wird zum Spieler des Spiels gewählt. Sagt einiges aus, wenn man mit so einem Team so schlecht spielt. Ist einfach so.
So, wir sind jetzt in der zweiten Runde, im Viertelfinale. Wollen natürlich unbedingt ins Halbfinale. Werden wir auch alles dafür geben, um da hinzukommen. Werden uns dann gleich mal das Team des Gegners anschauen. Klar, wir haben jetzt auch nur 97 Chemie. Ich habe jetzt mal Motta und Pirlo nicht umgewandelt. Denk mal, es sollte trotzdem klar gehen. Trotzdem kommen die alle auf eine relativ gute Chemie noch. Gerard auch als ZM statt CDM. Wegen diesem einen Punkt mache ich mich da nicht nervös. Das sind die drei Chemiepunkte, die uns da fehlen, falls das jemand nachfragt. So, hier sehen wir ein solides BPL-Team mit einem Bravo und PP hinten. Sollten wir aber auf jeden Fall schlagen können. Ich denke mal, ist auf jeden Fall was drin. Sehen uns dann in der Partie. Pirlo, wieder ein überragender Ball Richtung Giovinico. Verspringt erst der Ball, aber dann holt er ihn sich zurück und haut ihn rein zum 1:0. Achte Spielminute. Überragend, der kleine Mann bringt uns wieder in Führung. Wie beim ersten Spiel hat auch er das 1:0 gemacht. Man kann sein Tor wieder sich noch so strecken, der kommt einfach nicht dran. Nächste Möglichkeit, Luca Toni packt die Skills aus und auf Pirlo. Und er zieht einfach mal drauf und das ist das 2:0. Andrea Pirlo, überragender Spieler. Also von ihm, dem gebe ich 10 von 10 Punkte. Das ist so ein geiler Spieler. Klar ist er nicht mehr der Schnellste, aber die Freistöße, die Ecken, die Abschlüsse, die Pässe, die Flanken sind einfach überragend. Und für die 1000 Münzen könnt ihr euch keinen besseren ZOM holen. Deswegen ist es klar, es ist schwierig einzubauen, aber ist ein guter Spieler. Hier pennen wir hinten vollkommen, bekommen den Anschlusstreffer 2:1, haben auch nicht so die schnellen Innenverteidiger, aber trotzdem müssen wir es natürlich besser verteidigen. Hier Lampard probiert es mal. Unser Keeper passt da einfach zu Lampard, der zieht mal drauf und der Ball zappelt im Netz 3:1, das dürfte die Entscheidung sein. Richtung Halbfinale hat er schön gemacht. Frank Lampard, auch sehr, sehr lange beim FC Chelsea gespielt, dann noch ein halbes Jahr bei Man City. Jetzt lässt er seine Karriere in der MLS langsam ausklingen. Auf jeden Fall ein sehr starker Spieler noch. Hier pennen wir mal wieder komplett in der Abwehr. Verteidigen ist so eine Sache, ja. Und da bekommen wir natürlich durch so einen Abpraller dann noch das 3:2. Da wird es natürlich nochmal ein bisschen enger. Aber im Endeffekt kommen wir weiter mit 3:2. Zweimal 3:2 jetzt gewonnen. Offensive top. Defensive ist, naja, immerhin ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Sollte auch diesmal das Ziel sein. Aber ich muss sagen, Pirlo, Gerrard und Lampard, mit den drei, da kann man sich was Ordentliches bauen. Und Pirlo und Lampard, die haben ja einen grünen Link. Da kann man ja draus was bauen. Muss mal schauen, aber ist schwierig einzubauen. Jetzt schauen wir uns erstmal den Gegner an fürs nächste Spiel. Wollen natürlich ins Finale kommen. Sehen schon, wir haben Tevez, Higuain, Di Maria. Keine schlechten Spieler. Vielleicht können wir aber links kommen. Rose, die Abwehr, die Außenverteidiger ist nicht ganz so stark. Aber haben natürlich nur Giovinico als schnellen Stürmer. Und so springen wir auch rein. Eckball für unseren Gegner. Und Kopfball, Kompany. 1:0 für unseren Gegner, sahen wir gar nicht gut aus. Robert macht da auch keinen guten Eindruck. So, mehr ist eigentlich nicht passiert in der Partie. Sehr viel Zweikampfgeklänkel und dann dieser klasse Freistoß von unserem Gegner in der Nachspielzeit. In der 92. Minute. Im Endeffekt scheiden wir dann. Ja, ich würde sagen, es war ein Klassenunterschied. Das hat an den Spiel, also nicht so, also es hat an den qualitativ Spielern gelegen. Im Endeffekt kann man sagen, war ich mit allen Spielern recht zufrieden, bis auf Motta und Luca Toni. War nicht ganz so stark, aber sonst hat mir das Team eigentlich relativ gut gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt's in die Kommentare. Ciao, ich bin raus.